Königin einsperren. Tschüss. Verdammt. Zwei Frauen schieben 2 Tonnen Stein weg, ja. Easy. Das lernt man bestimmt beim... Nimm den Schlüssel. Pamela Reif Workout. Wenn man die Arme trainiert. Komm, ich will dir etwas zeigen. Aber die Königin ist echt krass drauf, hätte ich nicht erwartet. Die Sonnenfinsternis kommt. Wenn es soweit ist, muss die Schatulle geöffnet werden. Die Verlockung der Schatulle ist sehr mächtig. Sie wird mich anziehen und probieren, mich in Versuchung zu bringen. Mit einer einfachen Lösung für unsere Probleme. Doch sie wird mir nur meine innersten, geheimsten Wünsche zeigen. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr zu widerstehen. Amaru hat die Schatulle noch nicht gesehen und dennoch beherrscht sie bereits seinen Geist. Das Volk ist Paititi. Wir können nur durch unseren gemeinsamen Willen überleben. Wenn Amaru Paititi nach seinem Willen neu erschaffen will, würde er es zerstören. Ja. Es gibt viele Bedrohungen von außen. Doch Risiken sind ein Teil des Lebens. Wir müssen ihnen begegnen, um uns selbst treu zu bleiben. Woher weißt du, dass du der Macht widerstehen kannst, wenn du sie hast? Das weiß ich nicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Wir müssen gehen. Nicht, dass ich sie am Ende noch bekämpfen muss. Was ist das Purpurfeuer? Es ist mein Schicksal. Es hat was mit Kukulkans Opfer zu tun. Suche deinen Spiegel, wenn das Purpurfeuer qualmt. Es ist mächtig und macht dich verantwortlich. Mehr weiß ich. Cool. Finden diese Kreaturen auch mal den Weg hier rein? Sie greifen an. In den Höhlen bei Paititi haben sie gegen Trinity gekämpft. Und an dem Altar mit der Schatulle haben sie mich attackiert. Ich glaube, ich war hier schon mal. Jaxil? Sie waren groß und schnell, hungrig, fast schon verzweifelt. Das sind keine Kreaturen. Sie sind mehr als das. Wie geil sieht denn das hier aus? Mega gut. Ich glaube, ich war in diesem Raum da vorne schon mal. Ich glaube, ich habe das schon mal gelootet. Kiefer, Gold haben wir. Das sieht ja mega cool hier aus. Kann ich mich gleich erschrecken, oder? Warum? Vorsicht. Laufen auch so langsam. Das sieht schon sehr beeindruckend aus. Ich spiele auf der PS4. Ich weiß gar nicht, kommt man mittlerweile wieder an eine PS5 ran? Ich glaube, es ist immer noch relativ schwierig. Aber die werde ich mir von vorhin müsste passen. Sicherlich irgendwann auch noch kaufen, wenn sich die Lage ein bisschen beruhigt hat. Den Jaxil. Da gibt's viele Legenden. Es ist lang her. Aber Paititi verdankt ihnen seine Sicherheit. Sie beschützen es? Ich weiß nicht, ob das ihre Absicht ist. Aber im Grunde tun sie das, ja. Greifen sie denn nie die Stadt an? Nein. Wir leben in einer Art Kooperation. Ich denke, Amaru plant eine öffentliche Opfergabe. Eines Rebellen? Wir müssen eingreifen. Nein. Nicht unvorbereitet. Mit Gefahr für die Schatten. Der Krieger, der geopfert wird, würde lieber sterben. Tu's mir nach. Die Menge könnte aufbegehren. Ja, nicht Schlimmes. Gibt's denn eigentlich schon so viele Spiele für die PS5? Ich hab da gar nicht mehr nachgeguckt. Also die alten Spiele kann man da drauf ja auch spielen, aber... Unser Leben bedroht! Ihre Anführerin, Honoratu! Eure Königin ist in meiner Gewalt! Sehen, was er macht. Will ich das sehen? Dieses Opfer ist für den Rebellen die Erlösung.
bestimmt. Mögen die Übrigen auch das Licht erblicken. Amaru sprach von einem Ende der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zum Zweck. Das ist ja keine Gewalt, sondern eine Opfergabe. Oh, da sind mal ein paar Opfergaben. Was zur Hölle? Die armen Menschen. Komm. Und weg mit ihm. Die feiern es ab, ey. Yay, noch ein Toter. All diese Leute, sie haben Angst. Und das mit gutem Grund. Wir sind gleich da. Das Grab ist hinter der Tür. Über den Maya-Inka halt damals. Haben wir auch Menschen als Opfergaben gehabt? Ich kann mich nur erinnern, dass manche ja Ziegen oder irgendwie sowas verbrannt haben oder irgendwie auf den Pfahl drauf gesteckt haben. Wir den da hinten ab, aber ich kann die Kamera leider nicht verwenden. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Das passiert. Das ist ja doch relativ realistisch, wenn das früher auch so war. Das Grab ist da oben, auf der Statue. Ich passe aufs Tor auf. Dauert nicht lang. Nee. Lara ist dort gewöhnt, irgendwo hin zu klettern. Das Kaisergrab ist in der Nähe. Wir sind am Fluss, bereit dich und Unuratu rauszuholen. Melde dich, wenn ihr bereit seid. Ja. Das nehme ich mit. Rauchbomben. Oh. Was war das denn gerade? Das war ja gerade süß. Ich wollte eigentlich welche herstellen, aber war doch eher eins, oder? Das klang ja gerade süß. Okay, hier habe ich alles voll. Jetzt haben sie aber die Köpfe runtergeworfen von der Treppe. Dann müsste man wenigstens unten weniger sauber machen, wenn es nur die Köpfe wären. Aber wie viele Leute will er denn da auch umbringen? Das ist ja krass. War das früher auch so, dass die so viele umgebracht haben? Ah, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber da waren es halt nur Ziegen oder so. Oder wenn es halt Menschen waren, halt nur so einer. So für den Neumond oder keine Ahnung was. Okay, da ist zu. Je nachdem, wie der Ertrag von Nahrung und Regen war. Ah. Menschen waren komisch damals. Wie komme ich denn da nach oben? Ich habe echt viel Zeug gesammelt, was ich das letzte Mal vor einem halben Jahr gespielt habe. Ach, hier. Okay. Naja, Menschen sind immer noch komisch. Wahrscheinlich noch komischer, die ganzen Verschwörungsverschwobler. Ist eigentlich auch nicht viel besser als Menschen von der Treppe zu stoßen und als Opfergabe zu nehmen. Okay, im Wasser ist nichts, glaube ich, hoffentlich. Außer ein paar Pflanzen. Wie komme ich denn jetzt bei ihm rauf? Ach, hier. Jump. Nein. Ach, Lara, Mensch, halt dich doch fest. Hauptsache die Dummköpfe kommen nicht wieder auf die Idee, dass Opfer Pandemien bekämpfen können. Also wenn wir die Verschwörungsverschwobler verbrennen, dann haben wir ein Problem weniger. Aber nee, das wird natürlich nicht helfen. Jump. Oh Gott. Halt dich fest. Ja,
ganz easy hochspringen. Oh Gott, diese Frau, ne? Gut, wie komme ich rein? Gut, easy. Okay, das. Einmal da hinten rüber. Oh Gott, oh Gott. Ach, dachte schon, sie fällt wieder. Sieht aus wie mein Eingang. Ah. Yay, der letzte Lara. Kaiser. Ich dachte, ich kann was vorlesen. Wo bist du? Im Kaisergrab. Gleich habe ich, was wir brauchen. Wir sind bereit. Jemand hält die Feuer am Brennen. Diese Person wird verehrt. Wie kommt diese Person bitte hier hoch? Den Job will ich auch nicht machen. Diese Stucktafeln sind voller Symbolik. Ich erkenne da nicht so viel, aber okay, wenn du das sagst, Lara, dann glaube ich dir. Oh. Das nehmen wir mit. Oh, hier ist noch was. Der Altar ist gewaltig. Das muss ein wichtiger Herrscher gewesen sein. Das sieht so creepy aus, wie diese kleinen Menschen da irgendwie so verkümmert sind, ausgetrocknet sind. Sieht ja mal so weird aus. Als wären es Kinder gewesen oder so. Tomb Raider einfach Giga, gutes Spiel. Damals schon auf der PS1. Krass, so alt ist. Obwohl ja doch, damals als sie noch diese riesen Pixel-Titten hatte. Ja, doch. Das fing ja schon relativ früh an. Ich glaube in den... Oh, wann kam denn das erste Spiel raus? 90er? Wahrscheinlich? Der Inka-Einfluss ist unverwechselbar. Ich weiß gar nicht mehr, aber das ist ja schon ultra alt, ja. 1995, ja. Älter als ich. Das Grab des letzten Herrschers. Der Kult muss nach seinem Tod gegründet worden sein. Okay, die Eklipse und der Reiher. Was habe ich übersehen? Denk nach, Lara. Moment. Hat Lopez das hinterlassen? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale. Das Herz der Schlange befindet sich in der... Machen die da Powerlifting? Ach nee. Honorato ist wieder am Kämpfen. Alter, hat die einfach alle da umgebracht. Hier ist sie! Krasse Kämpferin, ey. Bin richtig beeindruckt von ihr. Kletter ich so mühsam da oben hoch und dann springt sie einfach wieder runter. Oh no. Nein! Was für ein Hier ist Commander Penner. Rock. Wir haben eine Spur zur Schatulle. Schickt ein Team für Kraft. Oh no. Ich glaube, jetzt wird's wieder anstrengend. Honorato! Mann, ich brauch sie. Sie ist eine gute Kämpferin. Nein! Gib das hier Ätzli. Er ist der rechtmäßige Erbe. Er muss jetzt bei Titi führen. Er ist noch jung. Aber sehr stark. Sein Wesen ist so edel wie sein Blut. Geh nicht, rede weiter mit mir. Vergiss nicht die Versuchung der Schatulle. Widerstehe. Wir alle erschaffen unser Schicksal.
werde dich nicht enttäuschen. Mir ist übrigens gerade noch eingefallen, aber ich wollte nicht dazwischen reden, dass wir unter dem Hardware-Command auch noch die Xbox mit hinzufügen könnten. Obwohl ich mit der gerade noch nicht gestreamt habe, aber egal. Oh, wie kämpfe ich denn? Ich weiß nicht mehr, wie man kämpft. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht mehr, wie man kämpft. Ah! So! Hui! Aua, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Scheiße. Okay, dann muss ich mir gleich nochmal angucken. Verdammt. Okay, welche Waffe nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme die hier. Bam! Einfach in den Kopf rein. Oh, da kommt er. Wie heile ich mich denn nochmal? Wie heile ich mich denn nochmal? Oh, dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, danke, Lara. Aua. Oh, wie heilig mich denn noch? Aua. Alles voll. Ja, danke, Lara. L1 und X. Habe ich eigentlich... Ah, nee, ich habe L2 gedrückt, verdammt. Deswegen hat es nicht funktioniert. Ich dachte, irgendeine L-Taste war es, aber... Ah, okay. Drittes Mal bringt Glück. Hoffentlich. So. Pfeile bringen bei dir nicht so viel. Oh Gott. Ich seh nix. Na komm schon, ich hab dich gesehen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, du sollst auch nachladen. So, L1 und X. Okay. Ah ne, ich drück schon wieder L2. Verdammt. So. Müssen wir mal wieder merken. Autsch. Ich bin so schlecht im Kämpfen geworden, ey. Ah. Die Schnauze, aber. Gott. Oh, da sind noch einer. Irgendwo ist noch einer. Links. Komm ran! Hör auf zu quatschen. So, ich hoffe, das war's, ja. Oh, das war ein bisschen furchtbar gerade. Oh, mein Kampfsystem muss ich wieder reinkommen. Ah ja, Munition. Nice. Ich spiele eigentlich gerne mit Pfeil und Bogen, aber ich glaube jetzt, wo ich absolut nichts mehr weiß, wahrscheinlich eine Sturmwaffe wahrscheinlich besser. So, wo liegen die anderen? Haben die auch noch was getroppt? Hier drüben. Ja. Ich glaube, ich habe mittlerweile sehr viel Geld. Ich weiß gar nicht mehr, was man damit nochmal genau macht. Oh. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Doch, das kannst du mitnehmen. Hab ich gerade vergessen? Ich glaube nicht. Jonah, wo bist du? Ich bin unten beim Anwesen.
Ableger. Ich sehe dich. Hey, kann sofort losgehen. Bin unterwegs. Jonah erinnert mich ein bisschen an Jackie aus Cyberpunk. Wo ist Unuratu? Es war ein Hinterhalt. Sie starb im Kampf gegen Trinity. Oh nein. Ja. Wo ist meine Mutter? Deine Mutter, sie hat hart gekämpft. Aber das ist das Anführeramulett. Jetzt bist du der Anführer. Sie war eine Kriegerin. Die Sonnenfinsternis naht. Wenn wir die Sonne nicht wiederherstellen... Ich finde die Schatulle. Der Kult von Kukulkan kriegt sie auf keinen Fall. Beginnt mit den Vorbereitungen für die Grabkammer. Königin Unuratu lebt weiter. In uns. Uchu, hilf ihm mit dem Boot. Wir bereiten uns auf den Kampf vor. Die Rebellion muss siegen. Wir kommen zurück. Mit der Schatulle. Also für einen kleinen Jungen hätte ich jetzt irgendwie was Emotionaleres erwartet. Viel Erfolg. Wenn ihr zurückkehrt, sind wir bereit. Hey, deine Mutter ist tot. Ach, egal. Mach mal den Krieg weiter. Und was jetzt? Wir fahren zurück nach Kuwakyaku und sehen dann, wie es weitergeht.